Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Rubenson. Ich bin die Moderatorin für die SOM Online-Konferenz. Die nächste Konferenz findet im September statt, zwischen dem 21. und 24. September. Mit mir hier habe ich Peter Rosenkranz. Hallo Peter, schön bist du Hallo dabei. Hallo Katrin. Schön. Hallo. Du bist Gründer und Geschäftsführer von der Firma Media for More aus Österreich, ja. Aus Wien. Genau. Stell dich doch kurz vor, wer bist du? Ja. Ja, also wie gesagt, hallo, Gründer von der Media for More. Uns gibt es jetzt mittlerweile seit fast 19 Jahren. Ich selber habe noch im alten Jahrtausend mit dem Thema Digital Marketing angefangen. Und wir haben mit den Standorten in der Nähe von Wien plus einen Standort in München, arbeiten wir in den 19 Jahren für ganz unterschiedlichste Kunden, sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich und machen hier nationale oder internationale Kampagnen im Digitalmarketing und überlegen uns mit Kunden und Partnern gemeinsam, eben auch mit dem Markus Hanschel gemeinsam, Ideen und Lösungen, wie wir das Digitalmarketing vielleicht greifbarer, einfacher und natürlich auch dann besser machen können. Du wirst am 22.09. um 11.45 Uhr zusammen mit Markus Hanschel von der Firma AdBalancer einen Vortrag halten. Erzähl ein bisschen, wie ihr so zusammenarbeitet, was macht Media for More, was macht AdBalancer? Ja, AdBalancer und Media for More arbeiten insofern zusammen, da wir uns sehr gut in der täglichen Arbeit ergänzen. Also es geht immer darum, der Markus macht sehr viel in Richtung Produktion und Kreation mit einem sehr technischen Ansatz, auch im Hintergedanken, und hat sich da die Expertise in den letzten Jahren aufgebaut. Und wir wissen und trauen uns dazu, die richtige Kampagne oder die Idee auch zu schalten zum richtigen Zeitpunkt. Und die Kooperation ergibt sich dadurch, weil natürlich wir die Werbung schalten, jetzt vereinfacht gesagt, und davon natürlich auch immer abhängig sind, dass das Angebot und die Information, die wir für Kunden platzieren, auch zum richtigen Zeitpunkt und mit den richtigen Inhalten da ist. Und da haben wir uns halt eine Überlegung angestellt, wie schaffen wir für Kunden schnelle oder flexible Lösungen, um Kampagnen ausspielen zu können, aber auch auf der kreativen Seite, weil die große Herausforderung ist immer, sei es jetzt im Tourismus, im E-Commerce, wie kann ich schnell auf Verfügbarkeiten, auf Angebote oder auf Preisänderungen reagieren, ohne aber selber mein eigenes System aufbauen zu müssen, sprich mit Warenwirtschaft zusammenarbeiten zu müssen, eine eigene Technologie einzuführen, aber trotzdem irgendwie Informationen individuell und doch aktuell auch den Kunden oder dem Endkonsumenten oder dem potenziellen Käufer zur Verfügung zu stellen. Erzähl ein bisschen so, was ist euer Wunschkunde oder mit wem genau? Du hast gesagt B2B, B2C, Österreich, ja. Schweiz. Der Wunschkunde oder die für Unternehmen, für die das interessant sein könnte, sind alle, die sagen, ich habe ein Angebot, ein Produkt, eine Information, die teilweise sich sogar täglich verändern kann. Also was ich vorher gemeint habe, ist im Reisebereich zum Beispiel Verfügbarkeiten. Also es gibt nichts Schlimmeres, etwas zu bewerben, was gar nicht mehr buchbar ist, ja, was schon ausverkauft ist. Ja. Oder im E-Commerce-Bereich Produkte zu promoten, die vielleicht nicht mehr lieferfähig sind. Ja. Man kann das natürlich dann sehr elegant auch auf der Webseite umgehen, indem man die Leute auf andere Wege bringt und sagt, ja, du bist leider schon zu spät dran, aber wir können dir dieses oder jenes anbieten. Aber spannend ist es natürlich, das schon auch in der Aktionskommunikation nach außen hinzutragen. Und das muss jetzt nicht ein Produkt sein, das sich täglich ändert, aber die Möglichkeit hat man natürlich. Und wir haben eine Möglichkeit eben geschaffen, wo, ohne dass man neue Systeme einführen muss, es schafft, doch individualisierte und aktuelle Informationen über ein System zur Verfügung zu stellen, das dann auch in einem sehr kurzen Zeitpunkt dann wieder live geht und eben die alten Informationen oder die nicht mehr verfügbaren Informationen in der Zielgruppe zur Verfügung stellt. Ihr werdet am 22.09. einen Vortrag halten. Das Thema heißt Self-Service und Agenturberatung, ein Widerspruch, Fragezeichen. Genau, weil es ist immer die Frage mit Agentur, auch Beratung, wie schnell habe ich da an Vorlaufzeiten und wie schaffe ich es genau einen Mix draus zu machen oder die Kombination zu machen. Die Agenturberatung ist insofern wichtig, da ich natürlich weiß,
wissen muss, was muss ich kommunizieren und wie muss ich es kommunizieren. Aber andererseits auch die vielleicht manchmal ein bisschen längeren Vorlaufzeiten zu unterstützen, zu umgehen, dass ich quasi selber über ein eigenes Tool die aktuellen Informationen zur Verfügung stellen kann und nicht an der Agentur vorbei arbeite, sondern mit der Agentur gemeinsam hier Lösungen finde und eben nicht das, es muss alles die Agentur machen oder ich mache alles selber, sondern eben diesen Widerspruch vielleicht gemeinsam auflösen zu können. Eine gute Mischung. So ist es, wie in vielen Sachen. Yes. Also das klingt sehr interessant. Ich freue mich sehr, dich und Media for More und Ad Balancer am 22.09. 11.45 Uhr dann wieder zu sehen. Vielen Dank und wir freuen uns auch auf das Video dazu. Bis dann. Dankeschön. Ciao. Tschüss.